Hey Leute, was geht und willkommen zurück zu einem weiteren The Starting Crew Video. Heute dreht sich alles so ein bisschen um Hug the Truck, das Leben mit einem LKW, was muss man so machen. Aber ich bin natürlich nicht alleine, mein LKW-Fahrer ist auch mit dabei, Mr. PPOV. Du kriegst gleich eins. Was kriege ich, ein Geschenk? So dein LKW-Fahrer. Ah, das freut mich. Das wird, sag mal, apropos, die Leute wollen bestimmt gerne mal wissen, was dein Führerschein so macht. Der ist in Arbeit. Also der Führerschein ist wirklich noch in Arbeit. Ohne Anhänger habe ich jetzt abgeschlossen. Das ist jetzt completed. Und jetzt dann mit Anhänger werde ich bald weitermachen. Da können wir dann mit Sicherheit auch noch mal filmen. Sollte lustig werden. Und dann habe ich hoffentlich Anfang nächstes Jahr meinen Schein. Und dann wird Hack gefahren als Daily. Ja, natürlich als Daily. Ja, heute, ne? Das erste Mal jetzt Hacki im Schnee. Ja. Das heißt nicht, dass wir heute Hack querfahren, weil da ist noch so ein Trailer aktuell dran. Ja, ja, das lassen wir mal lieber schön. Ja. Nein, aber wir müssen ja ein bisschen vorbereiten, denn richtig, morgen geht es wieder auf Tour. Ja. Die nächsten 2-3 Wochen wird Hack wieder viel unterwegs sein. Also viel für einen LKW ist das jetzt nicht. Nein, aber er wird unterwegs. Er wird schon in den nächsten Wochen einige Städte, Orte in Europa. Also er ist ja nicht nur in Deutschland unterwegs. In Europa. Ja, ja. Hacky the Trucky. Und ich freue mich schon, dass wir heute alles jetzt vorbereiten. Ja. Und dann geht es morgen früh um 6 Uhr starten wir unseren 510 PS Boliden. Da können wir ein Video draus machen. Da kannst du so ein bisschen PPOV mal wieder machen, so behind the scenes. Du hast eine Handyhaltung, wäre perfekt. Frank the Tank ist natürlich auch mit am Start hier. Immer. Er darf nicht fehlen. Aber möchtest du jetzt dann mal deinen kleinen Hacky anmachen und den schönen Schnee kaputt machen? Also ich würde ihn starten. Anmachen muss ich ihn nicht. Echt nicht? Nee, das steht er so schon auf sich. Da steht so. Das freut mich. Genau, aber ich würde ihn starten. Dann mach ihn mal an. Möchtet ihr, dass ich ihn starte? Mach ihn an. Alles klar. Hey Frank, ich starte gut ihn. Aus heute. Starte ihn. Also übrigens, um das Sounderlebnis zu haben, müsst ihr auf die Beifahrerseite gehen. Das kriegen wir hin. Patrick, kommst du mit? Schön. Oh, das sah so schön aus. Ah, perfekt. Oh. Gut, wir warten jetzt hier gerade. Patrick macht gerade sehr lustige Gesichtsausdrücke, muss ich schon sagen. Okay. Ah. Das ist ein Kaltstart. Über 500 PS, die hier gerade gestartet sind. Und es juckt Hack einfach gar nicht. Aber ich würde sagen, sobald Hack ein bisschen wärmer ist, ein bisschen Schnee abgemacht haben, gibt es jetzt ein paar schöne B-Roll-Shots. So ein News-Reporter-Ding reinmachen als Hintergrund. Okay. Also wir sind jetzt live hier an einer Tankstelle irgendwo in Deutschland, in Bayern und wollten einfach mal schnell berichten, was hier so alles abgeht. Hier haben wir Hug the Truck, wo aktuell ein Teil leicht abgebaut ist oder geöffnet worden ist, damit wir den Reifendruck von unseren Reifen einmal komplett überprüfen können. Das ist nämlich etwas sehr Wichtiges. Wenn man so viel Gewicht hin und her fährt, muss man drauf achten, dass die Reifendrücke stimmen. Was sagen Sie dazu? Okay, das ist wirklich eine sehr tolle Antwort von dem lieben Patrick. Wir haben auch super Wetter, sind leider vorhin wirklich an einem brennenden Auto vorbeigefahren. Noch nie gesehen, nicht erwartet. Wir hoffen, dass da alles okay ist. Mr. PPOV kommt jetzt von hinten. Ich warte noch kurz, dass wir ein Interview mit ihm haben können, denn das wäre wirklich sehr super. Ich halte jetzt einfach mal auf. Mr. PPOV. Ja? Wie geht's Ihnen denn heute? Gut soweit. Was machen Sie denn da? Ich bereite jetzt die Druckerhöhung vor. Eine Druckerhöhung. Haben Sie das alle mitbekommen? Das ist sehr, sehr, sehr wichtig. Wir sind gerade live auf NTV. Ah ja, alles gut. Okay, das sieht nämlich hier ein bisschen anders aus als beim PKW. Wir müssen also hoch auf 8,3 Bar. Das ist ganz schön viel Bares, würde ich mal sagen. Reißt mir jetzt das gleich mal da durch. Das war mal ein bisschen produktiv. Also wie ihr sehen könnt, manchmal muss man als Reporter auch arbeiten. Also ich reiche jetzt ein Kabel weiter. Okay, warten Sie bitte kurz. Schlauch. Ah, das sieht aber aus wie ein Kabel. Also, wie wir jetzt sehen können, der wilde Mr. PPOV in seinem Natural Habitat. Es sieht verstörend aus vielleicht, aber ich glaube, er bekommt das hin. Und jetzt können wir mal hier schauen. Oh ja, wir haben einen Druckverlust, definitiv.
Wir sind hinten auf 6 Bar Grad gewesen, müssen jetzt hoch auf 8,3. Drücke ich mal auf das hier. Ja. So, hart am Worken hier. Und jetzt werden die Reifen ein bisschen... Hart am Twerken! Wupp, wupp. Genau, jetzt kommt da ein bisschen Luft rein. Aber die Reportage wird dann gleich weitergeführt werden, denn wir werden gerade belästigt von einem anderen LKW. Wir sind jetzt wieder live vor Ort, an der Location, wo alles gerade passiert. Wie Sie sehen können, hier steht Huck the Truck mit einem sehr dreckigen Reifen. Aber man muss schon sagen, es sieht immer sehr beeindruckend aus, hinter diesem LKW zu fahren. Natürlich haben wir hier noch einen PKW, da können wir auch einmal den Größenunterschied sehen. Na, PKW-Größe, Lastkraftwagengröße. Und ja, ich hoffe auf jeden Fall, dass die Shots von Patrick gut geworden sind. Das Wetter ist schön, die Sonne scheint. Es ist arschkalt. Und ich weiß gerade nicht mehr, was ich sagen soll. Deswegen, was sollen wir da machen jetzt hier? Patrick, was hast du? Das Ding ist einfach mit Patrick, er kann nie reden. Das bekommt er einfach nicht hin, das nervt. Das war's mit dieser Folge von Patrick ist bescheuert. So, auch wieder mal schön in Hucky. In Hucky the Truckie, ja. Du als alter Simulator-Profi. Ja. Endlich mal wieder im echten Auto, ja. Oder im echten LKW. So, Reifendruck haben wir etwas optimiert, noch nicht ganz so, wie wir uns das vorstellen, weil das Gerät leider defekt war, aber ja. Besser als nichts, ja, weil genau. Wir dann noch mal ein bisschen feinjustieren, aber das passt erstmal soweit. Und jetzt geht's zum Tanken. Das wollen wir gleich mal schauen. Ne? Wir fahren ja wieder zu unserem Freund Timo. Genau, Dietz. Genau, um Hucky dann ein bisschen mit Futter zu versorgen. Wir machen auch mal den AdBlue-Tank voll, weil AdBlue scheint im Moment Mangelware zu sein. Ja. Ich habe es gerade auf der Essen Motorshow gehört. Da hat mir einer erzählt, er wollte mit seinem BMW Diesel AdBlue tanken und musste 5 Tankstellen anfahren, ja. Weil keine was hatte. Also hoffen wir mal, dass Timo Dietz was da hat, damit wir dann alles drin haben. Ich meine, wir haben zur Not noch 2000 Kilometer Reichweite, aber ich finde das sehr schön, auf einen Trip zu gehen. Falls man spontan doch noch ein bisschen länger fährt, ist es immer ganz angenehm. Wenn die Tanks voll sind, ne? Ah. Ja, ein bisschen. Ah, die Sonne cool. Blendet so ein bisschen, das spiegelt sich so auf der nassen Straße und auf dem Schnee. Und dann können wir natürlich hier ganz bequem per Knopfdruck sehr gut. Können wir eine Jalousie runterfahren. Also Hucky lässt keine Wünsche übrig und offen. Wie ihr sehen könnt, ich bin nicht mehr in der gleichen Location. Ich bin jetzt schon an der Shell-Station Dietz, wo die Preise definitiv viel zu teuer alle sind. Obwohl, das geht eigentlich für die aktuelle Zeit. V-Power 1,80. Not too bad. Und jetzt können wir da vorne, ich gehe schnell mit euch hier durch den Schnee. Hier kommt Huck the Truck, der kleine, schöne, dezente LKW. Ich dachte mir, ich fahre schnell vor, dass ich euch zeigen kann, wie der da ankommt. Patrick und Mr. PPOB labern wahrscheinlich irgendein komisches Zeug gerade über LKWs. Aber da kommen die beiden auf jeden Fall. Patrick filmt. So. Es ist so schade, dass man nicht in Perspektive bekommt, wie groß der LKW eigentlich in echt ist. Denn das Ding ist riesig und es ist auch echt schon knapp hier mit der Höhe und hier mit dem Po. Das wird eng, aber das geht, da kommen wir easy rum. Gut, und jetzt fahren wir hier rein. Das sind angeblich 4 Meter, das stimmt übrigens schon mal gar nicht. Also an jedem Truck-Profi, hier könnt ihr ohne Probleme tanken gehen. Schön bei der Shell-Station Dietz. Wir können uns nochmal von hinten angucken, wie das Ganze aussieht. Ja, wie gesagt, das sind definitiv mehr als 4 Meter. Und es ist auch immer ein bisschen knapp hier oben. Sieht echt toll aus. Und ja. So, Huck the Truck wird jetzt natürlich auch vollgetankt. Die andere Seite ist schon ready, deswegen zeige ich euch mal, wie schockierend unangenehm das ist, so einen LKW zu tanken. Wir sind hier, Diesel, 484 Liter, 745 Euro. AdBlue müssen wir natürlich aber auch noch tanken. 38 Liter AdBlue, 41 Euro. Und die andere Seite, mal hier durchgucken, wird jetzt gerade befüllt. Das heißt, da kommt auch noch mal ein guter Schlag oben drauf. So, PPOV packt noch die letzten Tropfen bei der Seite rein. Und hier sind wir jetzt auch schon bei 260 Litern und
Sachen 400 Euro, also definitiv über 1000 Euro unterwegs für einmal LKW volltanken. Aber man darf natürlich auch nie vergessen, wie weit man mit so einem Tank kommt. Das ist halt schon echt krass, wie das hier alles jetzt reinströmt. Da könnt ihr mal sehen, wie Diesel aussieht. Da kommt die ganze schöne Brühe rein. Bei 280 Liter, 285 Liter, ja, 285 Liter, 438 Euro auf dieser Seite. Ja, so endet das, wenn man bei Timo tankt. Dankeschön, Timo. Sehr gerne. Okay, jetzt Privatinsolvenz ist angemeldet. So, hier ist nochmal ein riesen Motorraum. Da kriegt jetzt Hacki nämlich noch ein bisschen Wischwasser, denn das war leer. Und ich werde gerade auch von Timo von hinten gefilmt. Ah, schickst du uns das? Hast du Patrick wieder fotografiert? Ja. Das ist immer sehr lustig. Wollen wir gleich hier eben die Kisten fertig machen, reinpacken? Die Kisten hier fertig machen? Können wir deinen Standort noch missbrauchen? Ja, selbstverständlich. Das freut mich doch. Patrick? Jetzt wird es nämlich lustig, dann Patrick hat gar keinen Schlüssel. Gucken, wie lange er braucht, bis er das realisiert. Das ist immer so lustig bei Patrick. Manchmal vergisst er Sachen. Ne. Scheiße, war doch offen. Gotcha, Bitch! Mist. Wie bitte? Was da wo reingeht. Das frage ich mich auch. Das müssen wir gleich noch mehr holen. 10, 15 Liter, weil da bestimmt reinpassen. Glaubst du? Es ist peinlich, das zu sagen, aber ich habe keine Ahnung. Das Problem ist, ich kriege den Rest dann nicht mehr einfach. Ja, das sind halt die Sachen bei der Dietz. Nee, das ist alles gut. Das ist alles gut. ja. So, okay. Nächster Kanister. Wir sind jetzt an einer weiteren Tankstelle, um nochmal den Luftdruck zu checken. Denn auf der anderen wollte er einfach nicht mehr pumpen als 7,5 Bar. Deswegen sind wir jetzt hier. Ich glaube, steht noch Frankie. Okay, das passt. Das sieht gut aus. Und jetzt werden wir hier, schrauben es hier da rein und da vorne rein, öffnen das ganze Ding und dann gibt es ein bisschen Reifendruck. Also Hack the Truck hat jetzt wieder die richtigen Befüllnis-Levels bei dem Reifen. Das heißt, wir fahren jetzt zurück zum Parkplatz. Also wir sind jetzt mit Hack the Truck wieder auf dem Parkplatz angekommen. Wunderschön geparkt worden ist er. Die Sonne geht schon leicht unter. Wir haben alles erledigt mit diesem wunderschönen LKW. Denn im LKW dauert alles einfach immer ein bisschen länger. Im Auto fährt man ganz easy einmal tanken. Hier geht es nicht ganz so leicht. Vor allem, wenn man Reifendruck machen möchte, waren wir jetzt bei zwei verschiedenen Tankstellen. Denn bei der ersten hat das alles nicht so geklappt, wie gewollt. Aber jetzt ist Hack the Truck auf jeden Fall ready für die nächsten Touren. Und das heißt, hiermit sind wir jetzt beim Ende von diesem Video. Also, ich könnte jetzt ja wieder fragen, was sollen unsere lieben Zuschauer und Zuschauerinnen machen. Geht aber nicht, denn Patrick hat kein Mikro. Also, einmal bitte abonnieren, das Video liken, wenn es euch gefallen hat. Wenn es euch nicht gefallen hat, dann Dislike geben, so wie ihr möchtet. Natürlich kommentieren, das Video teilen mit euren Freunden, Familie oder mit eurem Hamster, was ihr auch immer am besten findet. Einmal auf der Website vorbeischauen, wegen Klamotten und so, die kommen noch bald. Instagram und natürlich die Glocke nicht vergessen. Von dem her, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.